Hey guys, ich bin's heute, Hallo. euer N und das, ja, heute dabei ist der Hallo. 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 Ja, okay, Hallo. Okay, das bringt uns nicht weiter. Wir haben heute ein Anti-Stall-Team hier bei Let's Load Up. Und dieses Anti-Stall-Team bringt sehr viel Verwirrung mit sich, denn man könnte denken, wir wären normales Gardevoir und ein Mega-Lopunny. Allerdings sind wir genau das Umgekehrte. Ganz genau. Ja. Ja. Yeah. Wir haben hier das Lopunny mit der Assault Vest. Und der Fähigkeit Glatz, damit wir diese Assault Vest auch weiter passen können. Switcheroo würde ansonsten nicht funktionieren, logischerweise. Daran muss man natürlich auch denken. Ich meine, man könnte natürlich auch Limber spielen, aber dann müsste man natürlich was anderes passen. Ja, das ist nicht so cool. So Specs passen oder Band, das ist langweilig. Ja, richtig. Das kann ja jeder. Außerdem, es könnte ja zum Problem werden. Ich meine, wenn wir das Stall passen würden, ich meine, da. Wir würden sie zwar nicht mehr wegkriegen. Choice Band Chansey pickt uns dann. Ja, aber sie können sich im Gegenzug nicht gegenheilen. Außer durch Passive Recovery, durch Regenerator. Sowas gibt's nicht. Ach, nein. Wir glauben einfach nicht dran. Okay, Anti-Stall. Also was musste rein? Natürlich unsere Bärbel hier. Unser super Mega Gardevoir mit Hyperstrahl. Karl meint. Was? Ich glaube, das sollte Hyper Voice sein. Sicher? Wir können auch Hyperstrahl drauf lassen. Also ich hab nur den Pacebeam hergenommen. Oh, egal. Ich glaube, das war mein Fehler. Aber Hyperstrahl ist auch gut. Egal, irgendwas musste falsch sein. Egal, Hyperstrahl nehmen wir. Ja, gut, dann haben wir natürlich noch ein Life Up Tonti. Das ist genau eigentlich das Standard-Set. Ja. Naja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Und wir haben das Brühei. Es hat einfach. Es bringt Wish Support mit sich. Es hat auch Healing Wish, um jedenfalls unseren Steinkopf hier wieder hochzuheilen. Nur für den Steinkopf ist es überhaupt im Team gelandet. Richtig. Und auch Aromatherapy, einfach um eventuell einen Burn oder eine Paralyse wegzukriegen. Ganz genau. Ja, aber dieser Steinkopf, der macht nämlich ziemlich viel Damage mit Hellsmash. Das liegt unter anderem daran, dass es eine Base Attack von 165 hat, was eigentlich unglaublich hoch ist. Also, das Problem ist halt, es macht zwei Moves und dann hat sich selbst besiegt. Das ist richtig. Und genau deswegen ist Chansey drin. Und naja, dann haben wir noch unseren Sweeper hier mit der Chestberry. Also wir sind einfach Chesto-Resto. Wir cursen uns einfach so lange, bis der Gegner uns nicht mehr besiegen kann. Und dann müsste Quick Attack oder Waterfall das Game clean. Standard-Set. Und ich würde mal sagen, wir suchen jetzt nach einem Stall-Team. Alles andere werden wir einfach vorfaten. Ich meine, es hat ja überhaupt keinen Sinn. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Rührei kann keine Aromatherapie lernen. Dann müssen wir Vitalglocke spielen. Okay. Wie heißt das? Heal-Bell oder sowas? Ja, Heal-Bell, Mann. So, dann haben wir halt die Heal-Bell. Das passt schon. Das okay. Oh, shit. Okay, Saber ist drin, das heißt, es ist toll. Weil Reiser ist auch ziemlich defensiv. Also hier eins schon mal ein klassisches Stall-Team. Naja, Saber ist drin, also das braucht man jetzt gar nicht mehr nachdenken. Ich glaube, der ist wenn er Alola Kokowai ist, könnten wir ein Problem haben. Oh, verdammt, da hast du recht. Wollen wir gleich mit Gardevoir Lead und Hyperstrahl abfeuern? Klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut. Oh, ich glaube, das Steinkopf hat auf jeden Fall auch ein gutes Matchup. Oh, wir haben Harvest kopiert. Echt schade. Oh, oder wollen wir Carmine? Naja, wir haben nur Hyperstrahl. Ja, okay, wir werden jetzt Hyperstrahl einsetzen und. Genau, dafür haben wir doch. Stirbt das? Ja, okay, gut. Natürlich killt es. Das ist ein fucking Gardevoir. Hyperstrahl. Ja, gut, dann noch durch die Fähigkeit ein Step drauf. Oh mein Gott, oh. Ich glaube, das kann uns jetzt Revenge killen. Oh, das killt nicht mal. Nice. Aber wenn er Pursuit hat. Hyper Beam? Egal. Denkst du, er ist Band? Nee, Band hätte bestimmt gekillt. Okay. Aber wir können in John F. Kennedy, oder? Meinst du? Ja, Setup. Und wenn er wirklich Pursuit hat, okay. Er hat kein Pursuit. Alles doch, alles der Pursuit gut. Hat. Siehst du sein Ding? Okay, wollen wir hochkursen? Ja, aber irgendwie macht mich das traurig, dass er 17% gemacht hat. Ich hab keine Ahnung. Warum auch immer er nicht in Medicham Heart switcht, aber okay. Naja, der. Er agiert defensiver. Wir hätten ja auch Angriff. Oh, der Counter. Verdammt.
Das ist nicht gut. Warum du auch nicht nachdenkst, aber geh einfach für Waterfall. Easy Ah, predicted. easy. Missprediktet. Oh shit. Oh, ist noch Gadget. Aber ich würde rausswitchen. Ich will noch nicht den Burn haben. Ich will die Chesterberry noch genau. nicht verschwenden. Wir können einfach in Chancy gehen. Wir können einfach in das genau. Rührei gehen. Die andere Sache ist, Silberg kann einem Rührei nichts. Es kann, er kann es, taunten. Ja, ich genau, wieder es kann raus. Es taunten. Ich würde wieder raus. Aber die andere Sache ist, wir können in. Wir können einen Bärbel rausdoublen. Und einen Hyper Beam abfeuern. Oder genau. in Iron Robben. Bärbel ist gut. Easy Prediction. Als ob wir den Keimann brauchen. Okay, irgendwas bekommt jetzt eine Hyper Beam ab. Oh, Toxic. Nice. Gut, Zelda weg. Jetzt sind wir zwar auch weg, aber. Ja, gut. Bärbel hat aber dafür sehr gute Arbeit geleistet. Schade, dass es nicht so ist wie in der ersten Gen. Da konnte man nach einem Hyperbeam Kill, glaube ich, rauswechseln. Oh, das wäre schön gewesen, aber. Oh, wenn er sich jetzt auch setupt. Ein Eklar. Daran haben wir nicht gedacht, Kill Headsmash nicht trotzdem. Müsste. Ich glaube, der hat jetzt Frostbeule, aber das ist wie Walzer, bloß als Ice-Move. Komm schon. Triff. Zu Null. Darfst es nicht heraufbeschwören. Zu Null können wir auch Dragon Tail machen. Oh mein Gott, das ist. dieser Recoil. Ist ohne Spaß, das ist so grauenhaft. 50% macht halt Recoil. Problem ist, wir sind wahrscheinlich nicht schneller. Wir können ja nicht zurück in Barry gehen. In unseren John F. Kennedy. Ja, würde ich auch sagen. Ich verstehe nicht, wieso er nicht in Medichamp geht und wieso er Einheit klickt, aber. Na, vielleicht ist er Specs Medichamp. Wir gehen ja rein auf Curse. Curse ist immer gut. Setup. Ach, fuck. Was? Das Ding. Was kann hat das? Ein Elektromove höchstwahrscheinlich. Wollen wir resten? Ich weiß nicht, ob wir überleben. Weil es ist halt immer noch ein scheiß Bidi-Fass. Wir können auch in Chansey gehen. Chansey ist safe. Ja. Oh mein Gott, er hat uns predicted. Das wird sein einziger Elektromove sein. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Jetzt ist ja Protect nice. Mm, in der Tat. Wollen wir Softball wegtun? Ich würde Gudrun zacken. Wobei, nee, Gudrun könnte. Ah, wobei. AV-Passen bringt man vermutlich nicht viel. Ich würde Gudrun zacken einfach. Vielleicht misst er. Ja, vielleicht misst er. Andererseits, wir hätten ihn T-Waven können. Ah, wir können ihn jetzt T-Waven. Das ist doch super. Genau. Easy. Ah, nice. Oh mein Gott, Drain Punch. Crit hat gemattert. Wir können einen robben oder? Ich würde in einen robben gehen. Ja. Und dann würde ich. Der Steinkopf riskiert halt einen Bullet Punch. Knockoff. Ich gehe auf Knockoff. Ja, Knockoff. Naja, denkst du, der bleibt nicht einfach drin? Das Beste, was er machen kann, ist eigentlich in seinen Rot. Gut, wir haben noch einen Chance. Ja, eigentlich dürfte er nicht drin bleiben. Ja. Eigentlich nicht, aber ich drücke jetzt einfach Hurricane. Hurricane ist immer gut. Ich wollte gerade predicten, aber... Wir klicken Knockoff und so nur gegen Stall-Teams. Genau. Okay, wir drücken jetzt aber Knockoff, oder? Knockoff... Ja, würde ich sagen. Meine Ecke... Oh. Heimzahlung. Ja, gut, Heimzahlung ist jetzt aber schwächer. Ich gehe mal in unser Rührei und wische mal unseren Steinkopf hoch. Wish oder Healing Wish? Erstmal wir Wish. Können nicht in den Steinkopf rein switchen. Stopp. Ich kann Softball drücken. Okay, wir hätten gerade rein switchen können, aber das ist schon okay. Ja. Okay. Problem ist, dass diese Chansey keinen Angriffsmove hat. Echt? Ja, ich drücke jetzt Wish und. Oh Mann, er hat ja aufgegeben. Aber naja. Wir hätten ihn besiegt. Wir hätten definitiv gewonnen, zur Not hätten wir einen PP-Store. Okay. Ich suche noch ein Battle. Vielleicht treffen wir nochmal auf Stall. Das wäre wunderbar. Ja, Mega Slowbro, oh, Stalos, oh, oh. Zapdos. Das ist Stall, Mann. Das sieht mir schon fast wirklich nach einem Stall. Ja, das ist Stall. Das ist. Panferno spielt man auch manchmal defensiv. Dieses hat X wahrscheinlich auch defensiv. Defensives Magnezone. Defensives Mega Slowbro, defensives Mega Stalos. Ja, sehe ich auch so. Zusätzlich zu dem Mega Charizard. Das ist halt wirklich ekliger PP-Stall, was er mit Zapdos hier macht, ne? Pressure. Ganz genau. Das ist dann der Double Electric Core noch. Gehört sich eigentlich verboten. Eigentlich schon. Okay, wollen wir dieses Mal mit Rührei leaden? Rührei hat ein ganz gutes Match, aber es ist halt passiv as fuck. Eigentlich ist es nur dazu, was hochzuheilen. Ja, gut. Es wäre eigentlich sinnlos, damit anzufangen. Ich wäre ja für Gudrun. Ach, Gudrun ist immer gut.
Wir könnten Rocks verhindern, indem wir die AV passen. Okay. Ist er nicht schneller? Ich weiß es nicht, wie viel Speed hat das Ding? Wir Ja, haben es ist 105 langsamer. Speedbase, das müsste 108 haben. Ja, okay. Warum fick dich, Lobani? Wir könnten es T-Wave und somit die Rocks verhindern. Ja, Teamwork ist gut. Oh. Oder er greift einfach an. Ja, gut. Wo ist unsere Fighting Resistance? Das ist eigentlich ein Robben. Wir haben zwei Fighting Resistance. Und vier Weak. Ja, gut. Wer hat das Team gebaut? Ich würde sagen, Arjen Robben. Ja. Und dann Taunt. Taunt? Taunt, Warum Taunt? sein Steelix kommt rein, safe. Aha, macht Oder nichts von mir. Zapdos, oder Zapdos. Zapdos kommt rein, das ist aber in Ordnung. Okay. Darauf können wir einfach in Chansey gehen. Ja. Chansey ist gut. Chansey ist gut. Sehr gut. Das Problem ist halt, er hat halt ein Herzmech zu regen. Ich Das ist halt irgendwie ziemlich werde traurig. zuerst wischen. Warum switcht er auf den Chansey und macht Ich nichts damit? weiß es nicht. Wahrscheinlich ist Und es hat vielleicht physisch. T-Wave oder Toxic predicted. Ich denke, er ist physisch. Sicherlich. Das beste Set. Was Ah. machen wir dagegen? Magnezone fickt unser Team aus der Chansey ganz schön hart und Chansey kann nichts machen. Ja, wir hätten eine Attacke drauf packen sollen, vielleicht. Na. Ich glaube, Softbolt hätten wir nicht unbedingt gebraucht. Naja, mit Wish. Naja, aber Wish ist ja so ums Team zu supporten. Ja, Und richtig. Heal Bell auch. Und wir haben sonst nicht so viel PP. Naja, Heal Bell brauchen wir vielleicht nicht. Warum hat Healing Wish eigentlich 16 PP? Das habe ich mich schon immer gefragt. Naja, du kannst es ja auch in einem Playthrough verwenden. Und dann be beleber deinen Mon wieder hochheilen. Okay. Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist. Egal, was machen wir jetzt? Verlieren, Healing Wish. Okay. Das ist, okay, jetzt wissen wir. Was? Er hat's einfach gemacht! Okay, Natürlich. oh Gott, was bist du für ein. Ja, Naja. ne? Ich glaube, wir haben verloren. Wir können gerade vorgehen. Ja, das Problem. Ja, gut, wir Wie? müssen nur einen Focus Blast treffen. Wie schwer ist das schon? Ja, und mit Magnetpool kann er nicht auswechseln. Das heißt, der Konter ist schon mal weg. Aber wir dürfen. Nee, ja, wir dürfen mega entwickeln. Müssen wir? So. Oh, er ist Er gesurft. ist Scarf. Er ist einfach gesurft. Der Noob. Scarf macht nicht Sonne, also. Warum hat das 12% gemacht? Das ist ganz schön viel. Fertig auch. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Healing Wish Play wirklich so effektiv war. Was hätten wir deiner Meinung nach sacken sollen? Ich wäre vielleicht einfach für noch einen Wish gegangen und nee, noch einen Wish hätte nichts gebracht, weil wir schon einen hatten, aber. Keine Ahnung. Okay. Der Dude hier ist schneller. Ich würde Bärbel auf jeden Fall behalten wollen, Ich weil Bärbel ist. gehe in unseren allen Robben. Der macht das. Oh, er hat Feierabend. predicted. Verdammt. Na. Ich gehe mal zurück in Bärbel. Warum in Bärbel? Das wäre vielleicht die Oder Möglichkeit, mit Steinkopf einen Angriff rauszuhauen. Steinkopf ist gut. Ja. Steinkopf ist super. Problem ist halt, es ist Stalos. Er ist der einzige Typ, der einen Switch in für Herzmesh hat. Wir können dann nochmal doublen. Oh mein Gott, er hat keine Angst. Wir könnten noch detailen. Ist der gescarft? Ich glaube, der ist gescarft. Glaube ich auch. Will ich nicht einfach in Bärbel gehen und Focus Blast drücken? Ja, das machen wir jetzt. Ich gehe in Bärbel. Sein. Ich glaube, der ist nicht gescarft. Okay, er ist nicht Der gescarft. ist bestimmt gesashed oder so. Stopp mal. Warum auch immer Oh, dass er er die nicht. stoppen? Ich weiß nicht, warum geht er nicht im Stalos? Okay, das hat. Vielleicht, weil er uns hätte einfach rausnehmen können, weil er schneller ist und weil er nicht scarf ist, offensichtlich. Warum. Okay, er muss eigentlich sehr schnell. Sonst hat das für mich alles keinen Sinn gemacht. Dann wollen wir den nochmal knock-offen. Der hat aber auch ein echt unfaires Team. Jetzt? Hat ein paar Inferno. Ja, das ist kein netter Store, ehrlich gesagt. Inferno besiegt 9 von 10 Mons in unserem Team. Das ist Nein, 9 allerdings von 10, richtig. 5 von 6 meine ich. Ist doch dasselbe. Ja, also So, eigentlich nicht. haben wir den Fokus echt genug drauf? Ja, easy. Jetzt nimmt er uns halt raus. Hä, war das? Das war ein Roll, oder? Ich weiß es nicht. Stopp, wie fährt Fire Vorhin Punch? hat es 50, knapp 60 gemacht. Ja.
Das war eine Roll, Jetzt Alter. lackt er auch noch. Jetzt lackt er auch Alter. noch. Tryhardet mit seinem Team und lackt auch noch. Ich glaube, wir haben verloren. Warte, nein! Du hättest erst Steinkopf sacken müssen und dann ist er auf minus 2 und dann hätten wir mit Ruckzuckhieb. Geht das nicht jetzt schon? Es ist ein fucking Bidifass ohne Investment. Warte, ich switch den Steinkopf raus. Ich curse. Oh mein. Nein, wie schlecht bist du eigentlich? So hätten wir vielleicht noch einen Kill gekriegt, Mann. Wir haben doch schon einen, das reicht schon. Ja, aber zwei in Zahlen, zwei. Aber sein Stall ist viel zu stark. Ach. Nee, du bist scheiße, Mann. Kein Wunder, dass wir verlieren immer mit dir. Oh mein Was Gott. Was kannst du eigentlich? Das schreit nach noch einem Kampf, oder? Auf jeden Fall. Den schneidest du bitte raus. Jo, noch ein Stall-Team. Ja. Ich glaube, wir sind schon mittlerweile zu hoch auf der Ladder für solche Teams. Er hat halt einfach Mio. Ja, Mio. Das ist ein Problem. Wir haben Knock-Off irgendwo drauf. Auf Hurricane. Auf Aaron Robben. Alter, das ist der Dude. Fuck, wir wollten Chance den Angriffsmove geben. Egal. Egal. Mach mal nach der Live. Ist wohl Kennen schneller als Ramaydon? Schon. Bestimmt. Verdammt. Kennen hat 80 Base. Ja gut, aber B-Bear Walt ihn, also ist das nicht so Nice joke, mate. Okay. Problem ist, Mega Low Pony ist durchaus gut gegen unser Team. Ja. Ein bisschen. Ich würde auch sagen, wollen wir mit unserem Low Pony leaden? Ja. Oh ja, Switcheroo, oder? Yep. Das ist der Moment. Und? Und? Was? Wieso funktioniert das? Er hat es vorher eingesetzt, verdammt. Also, dann ist das Set kacke. Aber toxisch, oder? Okay, ja. Das stimmt. Oh, hätte ja keinen ahnen können. Ha, ja. Das war predicted. Jetzt kann er uns nicht mehr toxiken. Können wir jetzt irgendwie hochheilen? Wir haben Baton Pass. Er wird vermutlich nur Knockoff haben, das heißt, wir können in sein Knockoff-Switchen gehen. Mein Skadewar. Ja, vielleicht. Easy. Werbel, jetzt haben wir synchronized kopiert. Ah, nice. Ach, verdammt. Oh mein Gott. Dieser Mann. Bidifas? Yo. Er wird safe U-Turn, aber oh Gott. Warum macht das so viel, Bidifas, du stinkst? Ich wollte nicht cursen, weil Low Pony. Ja. Das ist halt die Frage, Waterfall? Oder rechnen wir mit Volcanion? Müssen wir gar nicht. Oh, verdammt, das ist nicht. Ja, er hätte uns gerade verparat, wäre das ziemlich blöd. Die Sache ist, können wir uns gegen irgendwas hochheilen? Bronzong. Sind wir schneller als Azumarill? Nicht, oder? Nein. Azumarill hat 50 Base. Ich weiß nicht, wie viel Speed er vermutlich drin hat. Okay, dann müssen wir nicht in unser Rührei gehen. Ja, also theoretisch müssen wir schneller als Asu sein. Ich denke auch. Ich kann wishen? Ja, wish auf jeden Fall. Oh Gott. Wenn wir gut runsacken, war der Wish für den Arsch halt, aber... Wir können in Aien Robben gehen. Ja, genau. Er killt uns eben nicht und durch den Wish sind wir hochgeheilt. So dass wir alles von ihm tanken müssten, außer Ice Punch. Wobei der Fellkot 34% Return ist stärker als Ice Punch. Ein bisschen. Wobei, den sollten wir trotzdem tanken. Ich würde trotzdem für. Wollen wir safe bleiben oder wollen wir das Bronzong predict? Lass einfach Superpower drücken. Nice. Der. Du bist. Ach so, Superpower. Superpower, stimmt. Ich hab nichts gesagt, Mann. Der Fred ist weg. Ja? Das ist in der Tat sehr gut für uns. Jetzt setupt er sich mit Belly Drum und wir haben verloren. Taunt? Ja, müssten wir eigentlich machen und ansonsten brauchen wir das Ding kaum noch, oder? Oder? Das kann Sachen noch offen. Gegen Rati wäre es vielleicht ganz nice. Aber theoretisch, wenn er halt Belly Drum ist, haben wir verloren. Das stimmt. Okay. Aber er ist nicht Belly Drum oder macht's nicht. Okay, wir können. Wie viel macht das auf John F. Kennedy? Gehen wir da, wenn es banned ist, glaube ich, dass es uns rausnimmt. Okay, aber Gardevoir müsste leben, theoretisch. Ja, das ist nur Aquajet. Und dann müssen wir Überstall drücken. Oder wir predicten Bronzong. Okay, dann gehen wir zurück in
John F. Kennedy? John F. Kennedy, genau. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Das ist der Deck. Wir brauchen den Super Crit mit Quick Attack. Verdammt. Hä, was ist das für ein sinnloser Play? Ich weiß es nicht. Wo hat das Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Egal. Ich hinterfrage keine Story-Spieler. Nein, das ergibt einfach keinen Sinn. Verdammt. Moment, Chansey, müsste in einen Attack denken. Wir haben nichts mit Chansey. Gut, ich würde sagen, dann sacken wir Gudrun. Heilen Biberell hoch oder so? Ja, ich glaube, das ist unsere einzige Option. Oh mein Gott. Wobei ich glaube nicht, dass Chansey plus 6 Waterfall lebt oder Knockoff oder Play Rough. Ich verstehe solche Leute nicht. Das ja, Brick Break. Okay, dann. Ja, gut. Wir brauchen einen Quick Attack Crit. Ja, er hat einfach. Ich glaube nicht mal der reicht. Ich drück mal Hyper Beam in der Hoffnung, er choked. Okay, er choked mich. Er hat doch schon vorhin gechoked, indem er einfach. Das war etwas lächerlich. Ich glaube, ich gehe jetzt in Biberell. Gut. Vielleicht geht er auf. Vielleicht geht er auch nochmal auf Belly Drum. Vielleicht killt Cricket. Der muss auch noch haufenweise Speed haben, ey. Das ist nicht gut. Speed equipt man nicht also normalerweise für Base 70, also Skarm? Kann sein, ja. Weil Bidifas hat Base 71, das heißt, der muss auch noch mehr Speed haben. Wirklich 71? Ja. Verdammt, bist du schnell. Nein. Egal. That's what she said. Also, ja, das war das Team, das eigentlich. Das war auf jeden Fall das Team, das gut gegen Stoll sein sollte. Es war aber nicht gut gegen Stoll, anscheinend. Die haben nicht gegen Stoll gespielt, Mann. Ich meine, dieses Azumel war ein bisschen irritierend. Allerdings. Er hat einfach scheiße gespielt und hat deswegen gewonnen. Ich bin sicher, das war Stoll. Er hat Bronzong und Mew. Der Typ ist scheiße. Er hat Bronzong und Mew, das ist Stoll. Ja, aber dann stehen wir jetzt im schlechten Licht da, weil wir dagegen verloren haben. Das war H.O. Ja gut, ja, du hast recht, das war H.O. Dagegen haben wir verloren. Okay, gut, das war die Folge. Schaut auf jeden Fall bei dem Raupi vorbei hier. Bei Hallo meinst du? Ja, yeah, hey Hallo. Und ja, die nächste Folge kommt auf jeden Fall bei ihm. Da gewinnen wir. Vielleicht. Nein, nein, nein.